Was macht da der Goldkurs? Er kann einen ja in den Wahnsinn treiben. Manch einer wird verzweifeln in der aktuellen Situation, insbesondere wer fest davon ausgegangen ist, dass der Kurs hier noch weiter nach unten gegangen oder zu gehen hat. So muss ich ja formulieren. Er ist ja nicht so weit nach unten gekommen. Auch nicht so weit, wie ich mir das vorgestellt habe. Umso wichtiger, regelmäßig mit den Nachziehstops eben zu arbeiten. Blöd, hier war nicht wirklich toller Einstieg mehr möglich nachher, um die Shortseite mitzunehmen, aber jetzt im Nachhinein. Gut so, denn tatsächlich ist das ja nicht so weit gelaufen, dass man sich da unbedingt da noch hatte dran beteiligen müssen. Jetzt haben wir aber diesen harten Aufwärtsarm hier nach oben und da stellt sich natürlich die Frage, ist das denn noch nachzuvollziehen? So eine starke Bewegung hier nach oben, muss es jetzt nach oben gehen? Und da ist jetzt ein ganz fieses, ein ganz böses Thema, denn tatsächlich kann ich mir nach wie vor, wir hatten es gestern schon ein bisschen angesprochen, ja, mehrere Sachen vorstellen, nämlich immer noch das Abwärtsbild sogar, dass wir hier quasi in einer Korrektur sind, die so in der Form aussieht. Viele kennen das Ganze als eine Flat-Korrektur und Flat-Korrekturen, die haben immerhin nochmal Chancen, sogar nochmal das, was wir vorne haben, anschließend nochmal zu bekommen. Also das hätte die Chance, dass der Kurs nochmal hier runter geht. Soll man sich also jetzt darauf verlassen? Soll man sich darauf einstellen? Um Himmels Willen, bitte nicht, denn nach dieser Bewegung, die wir jetzt hier haben, nach diesem starken Anstieg, kommen wir mal alles nochmal raus, ist es mehr als typisch auch, dass wir nach so einer Bewegung jetzt nichts anderes als eine ABC kriegen. Und wer dieses Muster schon ein paar Mal gesehen hat im Markt, der weiß, wenn der Markt vorher relativ steil unterwegs ist, dann macht er so ein ABC, dann setzt sich die Richtung nochmal fort. Gerne sogar in der gleichen Länge wie das, was wir hier vorne haben. Also, dass wir davon ausgehen können, es gibt sogar eine gewisse Chance, dass das hier die nächste Bullensaison sozusagen eröffnet. Allerdings vorsichtig, noch nicht jetzt sofort, sondern klassischerweise nach so einer ABC nach unten, also mit einer Chance, dass es wenigstens ein bisschen nochmal nach unten geht. Und das ist das, was wir als Händler nie vergessen dürfen. Viele sagen, er muss doch die Zukunft lesen können, um den Markt vorherzubestimmen. Nein, das muss man nicht, man muss die Gegenwart lesen. Die Gegenwart müsste dann entweder so aussehen, dann hätten wir eine Chance, wenn der Kurs da durchgeht, dass das weit genug nach oben eben läuft. Oder aber, wenn der Kurs jetzt sowas macht und höchstens hoch wackelt, dann haben wir die weitere Fortsetzung nach unten, so ähnlich wie wir das hier ja auch hatten. Ich krieg's nicht so schön jetzt hier reingemalt, aber sowas in der Art und Weise wäre dann hier. Wir müssen also die Gegenwart lesen können. Das Lesen ist relativ einfach, wenn man ungefähr weiß, worauf man da achten sollte. Und dann kann da eigentlich nicht mehr so viel schief gehen. Wer dabei Hilfe braucht, wer sagt, da hätte ich gerne mehr Übungen dazu, der ist bei Born for Trading genau richtig. Meldet euch an, es ist kostenfrei. Da habt ihr die Möglichkeit, dann aufs Smartphone solche Situationen immer wieder auch mal zu bekommen, um einfach mal gewappnet zu sein, um eine Anregung zu bekommen und eben auch das Auge ein wenig zu trainieren. Wer auch noch zusätzlich dazu dann einen ganz konkreten Trade dann eben haben will und wie wir dort rein und rausgehen will und das lieber nachlesen möchte, der ist beim Trade des Tages richtig eingestellt, nämlich wo wir dann einzelne Trading-Situationen vorstellen mit unseren ganz konkreten Handelsmarken. Meldet euch an, es ist beides kostenfrei. Es wäre schade, wenn ihr das nicht nutzen würdet. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, viel Erfolg bei was auch immer ihr anfasst. Denkt immer dran, vorsichtig, manchmal gibt es mehrere Optionen, aber jetzt habt ihr ein bisschen eine Idee, dass man auch aus mehreren Optionen rechtzeitig rauslesen kann, welche Handlung die sinnvollste sein mag.